Donkey Kong Country Returns. Baumkronenkanonen. Das fünfte Level. Ich glaube, das könnte das letzte Level sein vom Boss dann, den wir ja schon freigeschaltet haben. Auf der rechten Seite der Overworld. Dann wird das hier noch irgendwie zum Puzzleteil sammeln gut sein. Giraffe. Giraffli. Was ist das denn, so viele Motten? Oder sind das Schmetterlinge? Ah, die Musik! Ah, schön. Aber es gibt ja auch neue Musikstücke, also nicht nur Remixe aus dem ersten Teil. Und die neuen sind zum Teil echt auch genial. Da haben sie sich auch wieder selbst übertroffen. Also das Spiel wird mich eigentlich in jeder Hinsicht zufriedenstellen. Wow! Und durch. Sogar, dass man eine Wii-Mode benutzen muss, macht mir nicht so viel aus. Normalerweise bin ich ja kein so großer Freund von. Aber hier geht das echt in Ordnung. Weil man ja nicht mehr so oft schütteln muss. So, die Bananen, das hätte ich gern. Und die bekomme ich auch. Fässerspaß, das kennen wir doch. Okay, da warte ich, bis es unten ist. Da warte ich, bis er direkt unter mir sein wird. So, dann muss ich, kann ich nicht wegschlagen, das muss ich pusten. Bringt das überhaupt was? Yay, Bananenstaude. Und nix. Hier noch. Man könnte mal wieder irgendwie ein Tier haben. Gibt es hier eigentlich nur Rambi? Ich glaube, es gibt nur Rambi. Kein Engard oder irgendwas noch. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Squawks wäre ganz cool, wenn man den auch irgendwie fliegen könnte. Aber den gibt es ja nur im Shop, wie die Puzzleteile. Dann weiß man das. Wo kommt mir... Woher kenne ich dieses Lied? Also aus Donkey Kong Country bestimmt, aber welches Level war das? Lass mich mal überlegen. Jetzt den Teil nicht mehr, aber den gerade. Hä, kann ich da nach rechts? Das traue ich mich aber nicht, da ist nämlich gar nichts. Das ist doch dumm, dass man da eine Münze hinbaut. Moment, ich mach's doch. Ah, so geht das wahrscheinlich. Aber verrückt, oder? Die meisten gehen aber bestimmt erstmal kaputt. Weil sie nicht nach links drücken. Ein Geier auf Speed, yay. Kann ich kaputt rollen? Haha, ich bin stärker. Wie ein echter Stierkampf. Huch. Kommt immer so überraschend. Oh, wieder auf Zeit, ne? Ich mag es ja, wenn es auf Zeit geht. Oh, ich darf dieses Fass nicht erwischen. Ich wollte nicht warten, bis es nochmal hoch ist. Normalerweise müsste das auch gehen, nur zweimal hin und her zu schießen. Naja, irgendwann mal. Ich habe das Speicherschwein erwischt. Speicherfass geht ja nicht mehr. Das gibt keins. Gibt kein Speicherfass mehr wie den ersten drei Teilen, leider. Ja, das ist nicht schwer. Hier nicht bei dem bösen Ding da schießen, dann passt das auch. Ah, ich liebe es. Das kann ich nicht so gut abschätzen. Das ist zu viel 3D. Sage ich doch. Aber das hier geht wieder. Naja, ein bisschen zu spät. Gut, schießen. Hatten wir schon dreimal jetzt. Und zack. Man muss halt ein bisschen früher schießen. Der Delay halt, die Verzögerung, ist ja natürlich gegeben. Wenn das Teil sich weiter bewegt, während man noch in der Luft hängt. Da oben, ich seh's doch. Augen auf beim Fässerkauf, beim Fässertrauma. So, einfach schießen. Dann schnappe ich mir erst noch das O. Perfekt, genau so wollte ich es. Das N fehlt mir, Mist. Wir schlafen noch gemütlich, aber was passiert, wenn ich jetzt schieße? Die machen mich kaputt, ich muss schießen. Ich wollte eigentlich jetzt warten, bis... Na. Da hätte ich ein Sekündchen warten müssen, bis er nach rechts zeigt. Deswegen, man darf bei diesem Spiel nicht einfach immer nur A drücken, das wird nichts. Das kann übel in die Krawatte gehen. Hoch. Okay, jetzt vielleicht mal das Leben abgreifen gleich. Das kann ich nämlich gut gebrauchen. Oh, jetzt ist es hinten und jetzt ist es... Perfekt. Ich kann es doch. Immer ein bisschen vorher drücken. Also minimal. Hier kann ich das auch besser als beim Zielfass dann. Wo man die Decay-Münze kriegt. Zack. Soll ich wieder oben lang? Muss ich eigentlich nicht. Gehen wir unten lang, vielleicht gibt es da was Tolles. Nö. Aber oben wäre auch nicht mehr gewesen. So, jetzt muss ich mich gleich anstrengen.
Erst, glaube ich, nochmal das O. Jetzt habe ich alle. Yay. Okay. Das Level ist gleich vorbei. Boah, war das knapp. Ich stoße einfach mal alles um, du fette Affe. So, ist das Level jetzt vorbei? Ich habe schon alle Buchstaben, also müsste es eigentlich jetzt vorbei sein. Das ist immer so ein Indikator dafür. So, das müssten die letzten Blumen sein. Und dann haben wir das Ziel fast. Was ist das denn? Das ist ja nicht sehr schwer. Jetzt bleibt so, okay. Was? Okay. Was soll das? Die alles immer auseinander will. Oh fuck. Okay, das ist mir zu haarisch. Da schieße ich einfach, wenn es oben ist. Wie soll man da die Kämme mitzubekommen? Das ist ja übelst schwer dann. Das zu timen. Egal. Haben wir das Level geschafft. Mal gucken, was jetzt kommt. Ob der Boss jetzt schon kommt. Knorti wird es ja nicht sein. Knorli. Okay, das ist nur eine alternative Route. Aber ich werde sie trotzdem in allen Welten auch machen. Ich will alle Levels schaffen. Nur erstmal nicht 100% und auch nicht 200%. Das kommt dann irgendwann danach wahrscheinlich. Mal sehen. Grässliches Erdloch. Grässlis Erdloch, nicht grässliches. Der heißt einfach nur Grässli, der Typ. Mit einem coolen coole Pünktchen auf dem Sieht erstmal aus wie ein normales Level, aber es ist ein Boss, denn da war ein B. Beim Levelname. Kann ich das Fass mitnehmen? Der frisst einfach die Bananen weg. Du Fresssack, du. Guck mal, wie fett du bist. Ja, das ist eigentlich nur Knorti in irgendeiner anderen Form wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall so aus. Bananenschale auf dem Horn. Okay. Eigentlich ist er wohl gar nicht mal so böse. Aber wie halt alle, werden sie von Tiki-Takis. Von Tikis verzaubert und los geht's. Ich hab weggedrückt, aber es war jetzt sowieso dabei. Los zu gehen. Auf das Horn achten. Das tut bestimmt weh. Also hinten treffen. Wie sie halt hinten Zuschauer spielen. Aber das war nicht schwer. Und jetzt springt er. Macht ein Erdbeben? Der macht nicht mal ein Erdbeben. Wie leicht ist das denn? Oh. Doch nicht so leicht. Der gibt sogar ein Herz hin. Wie leicht. Wir können den einmal direkt nochmal. Das ist ein bisschen zu leicht. Oh, jetzt rastet er. Oh, fuck. What the fuck? Ich fuß ihn weg, genau. Boah, da muss ich direkt drauf landen, glaube ich. Oh, jetzt hat er nur Stacheln. Der macht kein Erdbeben. Ich habe gar keine Angst vor dem. Wir sind noch im zweiten Teil. Dieser Typ mit der Keule, der hat bei jedem Sprung ein Erdbeben gemacht. Auch bei so kleinen Sprüngen. Aber der hier, der ist zu leicht, scheinbar. Das war jetzt ein Erdbeben. Oh fuck, jetzt geht er. Oh shit, was habe ich nur gesagt? Wieso habe ich ihn so leicht genommen? Herzchen, gib mir das Herz. Oh, jetzt ist er rot. Jetzt ist er rot. Aber ich kann immer noch treffen. Schön. Wenn er jetzt unverwundbar wäre, wäre das übel. Oh, er wird ein bisschen schneller. Ja, macht mir nichts. Ich mache trotzdem. Ich bin so schön lange unverwundbar. Das war bei Mario Bros. 3 vorhin, beziehungsweise gestern ganz anders. Macht mir nichts. Oder doch? Diddy ist weg. Oh, fuck, er läuft an. Von hinten macht er mir nichts. Okay. Dann war's das. Ohne Diddy läuft alles viel leichter. What the fuck? Foto-Finish. Der arme Tiki. Kann ich erstmal vermöbeln, glaube ich, mit der Wiimote. Ging das nicht so? Wiimote in Stellung. Und... Muss ich? Nee, muss gar nichts drücken. Und auch nichts schütteln. Das macht alles von selber. Ach doch, ich hätte... Wieso hat er das nicht gemacht? Ich hab doch geschüttelt. Naja, Pech gehabt jetzt. Es geht nicht bei den Zielfässern, glaube ich, auch, dass man einfach schüttelt und dann gibt es irgendwie noch mehr Punkte. Aber irgendwie hat das bisher nie geklappt. Probier ich beim nächsten Mal wieder, auf jeden Fall. Damit hätte ich die erste Welt wohl geschafft. Yay. Nach 4 Videos, glaube ich, schon das erste Level. Also die erste Welt. Bei Donkey Kong Country 1 habe ich ein Video dafür, glaube ich, gebraucht. Hey, das ist Quarks. Was liegt er da rum? Strand kommt das nächste.
Gut, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.